Halli, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Dead Stranding mit und von eurem DOS, der verzockt. Und wir machen gleich mal weiter, um schnellstmöglich wieder dorthin zu kommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich hoffe, ich komme schnellstmöglich an die Stelle wieder, wo ich war, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, ohne große Probleme hinzukommen. Ich muss aber schauen, wo ich hin muss. Ich muss da lang, ne? Genau. Da lang ging mein Weg. Richtung zu dem Portal oder beziehungsweise Checkpoint, wo ich hin muss. Wo auch die Präsidentin ist. Und ja, ich überlabere jetzt einfach mal den Text, weil, wie gesagt, das kennen wir ja schon alles. Es ist ja Wurst, ob man das jetzt überspringen oder überquatschen. Das ist ja im Prinzip total egal gerade. Schon aus dem Grund, weil wir es ja auch schon kennen, die Stelle. Daher, was soll der Geiz? Einfach mal schön überspringen. Ja. Jetzt kommen halt die ganzen Prologe hier nochmal und die ganzen Sprachdinger. Aber wie gesagt, ja, kann man alles. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich von diesem Spiel haltet. Ob es für euch gut genug ist, dass ich das weiter Let's Playe oder ob ich das aufhören soll und lieber etwas anderes spielen soll. Ihr könnt das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ich weiß, ob es sich lohnt, weiterzumachen oder lieber nicht weitermachen. Also brauche ich halt eure Unterstützung und euer Feedback, dass ich einfach Bescheid weiß, wie es eigentlich für euch so ist. Weil, wie gesagt, ich hätte kein Problem, das für euch durchzuzocken als Let's Play. Außer ihr sagt, nee, lieber was anderes, dann spiele ich halt was anderes. Das ist nicht das Thema. Damit habe ich auch kein Problem, wenn ihr das wollt. Weil, wie gesagt, ich werde keine Spiele zeigen, die euch vielleicht gar nicht so wirklich interessieren. Aber ich finde das Spiel halt echt schön. Grafisch auch gut und deswegen habe ich gedacht, okay, spiele ich das mal für euch als Let's Play und ja, nehme euch einfach mal mit in dem Spiel und laber ein bisschen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich mache das für mich und für euch, weil, wie gesagt, wenn ich zocke, kann ich auch für euch mitzocken und ja. Bitte quatsche, weil, wie gesagt, privat zu zocken habe ich wirklich nicht viel Zeit, weil ich auch immer viele andere Sachen mache. Dadurch muss ich ja gucken, wie ich das alles unter eine Decke bekomme, und deswegen mache ich das meistens dann so als Let's Play und nehme euch einfach mit in dem Spiel, in der Hoffnung, dass euch die Spiele dann auch gefallen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich nehme mich der Kommentare auch auf jeden Fall an. Also brauche ich da keine Sorgen machen, dass ich das nicht lese. Ich lese wirklich jede Chatnachricht. Auch wenn manchmal die Antworten etwas länger dauern, bis ich darauf antworte, aber lesen tue ich die auf jeden Fall definitiv. Und wie ihr seht, wir sind schon wieder bald an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und das ist auch sehr schön, weil dann sind wir wenigstens wieder so weit wie am letzten Mal und können an der Stelle fortsetzen. Da bin ich nämlich, oder habe ich angefangen, hier durch die Berge zu laufen. Mit dem Leichentransport der Präsidentin. Das weiß ich nämlich noch. Da war ich von nicht weit von hier, nämlich
die letzte Folge beendet hatte und gespeichert. Und da bin ich ja jetzt auch wieder fast. Da bin ich auch froh, dass ich doch so schnell wieder an die Stelle gekommen bin, wo ich aufgehört habe. Dann bedeutet es nämlich, dass ich nur 2 Folgen gebraucht habe, wieder bis dahin zu spielen und dann da weiter zu spielen, wo ich aufgehört habe. Und das ist sehr gut. Das stellt mich wirklich sehr zufrieden. Und mich selbst macht es auch zufrieden. Wie gesagt, ist ärgerlich, wenn das Spiel halt weg ist und man alles durchspielen muss. Das ist wirklich nicht schön. Weil das dann richtig, richtig, wie gesagt, ärgerlich ist. Aber naja. Wir sind ja wieder fast an der Stelle. Haben für gute 2 Folgen gebraucht. Besser kann es eigentlich nicht laufen auf gut Deutsch. Auch wenn ich gerade ziemlich K.O. bin und müde bin durch die Wärme. Weil ich auch sehr warm arbeite in der Gärtnerei. Und das strengt dann auch ganz schön an und geht auf die körperliche Motivation und Müdigkeit. Dann muss ich halt noch hier Let's Plays aufnehmen. Nach der Arbeit, also nach dem Kaffee trinken oder dann der Arbeit. Weil, wie gesagt, ich mache das dann immer gleich nach dem Kaffee, weil rausgehen kann man eh nicht, weil es zu warm ist. Und daher mache ich das dann immer gleich. Gehe immer erst später abends raus, weil, wie gesagt, es ist eh zu heiß jetzt, irgendwas zu machen draußen, ne? Mache ich auch nicht. Und jetzt kommt wieder Musik, das war klar. Ach so, das Gerät muss ich mir erst besorgen. Okay, alles klar. Und jetzt muss ich dann wieder hoch in die Berge latschen. Naja. Dann auf jeden Fall wieder viel Spaß da hoch zu latschen. Ich hoffe, die Musik übertönt jetzt nicht. Auf der Lautstärke habe ich eigentlich so eingestellt, dass es passen dürfte. Das Problem ist, die ganzen Einstellungen gehen auch verloren. Die ganzen Einstellungen von Spiel, also Lautstärke, Grafikeinstellungen und so weiter und so fort. Das ist ja alles dann auch weg und man muss es alles wieder neu einstellen. Damit man glaubt, das ist nicht schön. Aber das wissen bestimmt einige Gamer von euch selber, wie beschissen das ist, wenn alles weg ist und man alles neu machen muss. Dass das total kacke ist und mies. Aber naja, wir sind ja fast wieder da an der Stelle. Also fast 2 Folgen geschafft. Also besser kann es echt nicht laufen. Und ich glaube, ihr seid auch zufrieden, dass ich es so schnell geschafft habe, wieder dahin zu kommen an die Stelle. Dass es nicht allzu lange dauert. Ich würde aber sagen, 2,5 Folgen und dann habe ich es geschafft. Ne? Also, eine gute Sache auf jeden Fall. Und 3 Folgen kann ich ja so und so vor, nachher aufzunehmen, weil ich 3 Folgen von dem Spiel, brauche. Ich brauche ja 3 Folgen, ne? Und die dritte nehme ich dann auch gleich noch in Anschluss auf, dass ich die durch habe. Und dann brauche ich nur noch ein Spiel, was ich spielen muss, oder beziehungsweise. Ja, 2 Spiele, die mir fehlen. Aber für das eine Spiel brauchst du 1 Folge und für das andere brauchst du 3. Das
wollte ich eigentlich diese Woche schaffen, die Folgen alle aufzunehmen, dass ich den Vorlauf da habe, weil dann wäre ich ja bis Mitte August ausgesorgt mit Folgen. Und das wollte ich ja auch eigentlich, dass ich so weit komme. Oh, das werde ich, denke ich mal, auch schaffen die Woche. Kann ich halt halt mal die Woche weniger auf TikTok live gehen und live streamen. Da muss ich halt mal ein bisschen kürzer treten, ne? Dass ich sag, okay, dass ich mal einen Tag weniger streame. Das heißt, ab Mittwoch halt erst ab Donnerstag wieder. Wie gesagt, die Let's Play-Folgen haben Vorrang, weil mein YouTube-Kanal ja Vorrang hat vor TikTok. Aber das kann sich auch bald ändern, was das angeht. Weil wenn es auf YouTube mal nicht gut laufen sollte, werde ich TikTok als Vorzug nehmen, um da live zu streamen. Und ja, wie es weitergeht, erzähle ich euch in der nächsten Folge, weil ich an dieser Stelle erstmal die Folge beenden werde. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei zur nächsten Folge von Let's Play Death Stranding mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Lasst gerne ein kostenloses Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Und ich sage jetzt ciao mit V und möge die Macht und das Survival Boot mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt. Ciao, ciao, ciao.